Heißer Leute, nächste Folge, 9. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da gab es ein Spitzenspiel, offiziell, Tabellenstand. Der erste Bayer Leverkusen zu Gast beim zweiten Hamburger SV. Es endete 0:0. Spitzenspiel. Wenn das ein Spitzenspiel war, dann ist Fettbämme ein Gourmet-Menü. Ich weiß auch nicht, was mit denen los war. Ein Taktik-Korsett, eng geschnürt. Jeder Kreativität blieb einfach mal die Luft weg und ist ins Koma gefallen letztendlich. Das war also grauenvoll. Die haben, glaube ich, beide Seiten insgesamt 3 Chancen erarbeitet. Einfach dürftig. Ein Gutes hat es. Jupp Heynckes, der Trainer von Bayer Leverkusen, ist zum 14. Mal in Folge ungeschlagen geblieben. 9-mal die Saison, 5-mal letzte mit den Bayern, die er noch zum Vizemeister gemacht hat. Die Hamburger klagen. Die haben auch diese Seuche gerade. Hat sich mal wieder ein Stürmer verletzt. Jetzt ist Guerreiro ausgefallen, jetzt ist Petritsch ausgefallen. Die haben niemanden mehr, der vorne schießen kann. Und Tore schon gar nicht. Markus Berg, Schwede, junger Mann, haben sie eingekauft. Vor der Saison haben sie, glaube ich, 10 Millionen bezahlt. Eine Menge Geld. Und was ist mit dem? Der gewinnt sage und schreibe 8% seiner Zweikämpfe, haben Statistiker ermittelt. 8%? Da kriegt irgendeine Auszeichnung als Pazifist oder Friedensnobelpreis, würde ich vorschlagen dafür. Oder den setzt man vielleicht mal in einem Spiel gegen die E-Jugend von St. Pauli ein. Da lernt er vielleicht, was Zweikämpfe sind, wie man sich durchsetzt. Dann kann das noch was werden. Jedenfalls Hamburg und die stehen zwar vorne, aber man muss fürchten, dass sie künftig unter akuter Ladehemmung leiden. Eben waren wir bei Pazifisten. Die Hartaner, ja, die bauen sich langsam ein moralisches Guthaben auf, sich nicht zu wehren. 0:3 haben sie verloren in Nürnberg. Das ist langsam peinlich, was da mit den Jungs passiert. Also, die schießen aus allen Rohren. Ja, gegen die Hoffnung der Fans, gegen die Taktik des Trainers, gegen den Verbleib des Vereins in dieser Liga. Nun gab es ein Krisengespräch. Hinterher, hey, die Sprüche, die dann von Trainer Friedhelm Funkel kamen und den anderen, da kriegst du so ein Phrasenschwein gefüllt damit. Nur Plattitüden. Wir müssen jetzt kämpfen, uns den Ernst der Lage bewusst machen und jetzt wieder den Kader umkrempeln und sowas. Ich weiß nicht, was er vorher gesagt hat oder zu wem er das gesagt hat oder ob die Spieler vielleicht alle Autisten sind. Ich weiß es nicht jedenfalls. Oder müssen sie zum Ohrenarzt, die hören nicht zu. Jedenfalls wirkt das alles bedenklich. 1991, in dieser Saison, sind die Hertaner auch mit 3 Punkten aus 9 Spielen gestartet. Ende vom Lied, Abstieg, 6 Jahre unter Klassikerfußball. Naja, da ist doch der Weg vorgezeichnet. Hertha, die haben auch so, wie sie spielen, in dieser Liga nichts zu suchen. Klipp und klar. Das eigentliche Spitzenspiel fand in Stuttgart statt. Haben die Schwaben gegen die Schalker 1:2 verloren. Stuttgart geht es zurzeit sportlich richtig dreckig, weil die Krebel da hinten im Abstiegskampf rum kommen auf keinen grünen Zweig. Markus Babbel, der macht seinen Trainerschein. Alles ist graue Theorie. Nun kommt am Dienstag Sevilla in der Champions League. Irgendwo pfeifen die Spatzen von den Stuttgarter Dächern. Wenn er das vergeigt, ist er weg. Gut, dann kann er seinen Trainerschein in Ruhe machen, dann nervt ihn keiner mehr. Es wäre nur schade, die ganze Euphorie der letzten Saison ist dahin. Schalke ist oben auf, zumindest sportlich. Wow, was der Felix Magath aus dieser Truppe gemacht hat, aller Ehren wert. Die sind sehr effektiv und gewinnen solche engen Dinger eben. Bis das dicke Ende könnte für Schalke noch kommen. Jetzt die Deutsche Fußballliga, die hat jetzt eine Nachprüfung der Lizenzunterlagen angeordnet. Schalke hat 136 Millionen Euro Schulden, heißt es. Felix Magath und sein Team bekommen 10 Millionen ausgezahlt. Das ist so, als ob man einem VfB-Ausschuss, der nicht rettbar ist, noch einen Topmanager vor die Nase setzt. Ich weiß nicht, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Also jedenfalls, Schalke könnte es durchaus noch erwischen, dass die diese Saison richtig entweder Punktabzug bekommen oder vielleicht sogar völlig krachen gehen. Das ist grauenvoll, aber diese Vision spukt manchen im Hinterkopf rum. Und Schalke insolvent, das ist ein Schalke-Gespenst, was ich jetzt male, aber
manche Schalker wollen es nicht wahrhaben. Die Situation ist einfach richtig eng. Felix Magath hat im Scherz schon angeboten, den Stuttgartern: Wenn ihr wollt, könnt ihr uns ja ein paar Punkte abkaufen. So richtig ernst hat das nicht gemeint. Nehme ich mal an. Aber die Sache, gerade was auf wirtschaftlicher Seite bei Schalke passiert, wird auch noch spannend sein zu verfolgen im Laufe der Saison. Also, und in diesem Sinne, flach spielen, hoch gewinnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.